Willkommen zum nächsten Part vom Let's Play zu Lego City Undercover und zwar zu 100%. Achso, die haben nur die. Wow. Die haben einfach nur die Cutscene da geladen. Deswegen ging es so schnell. Jetzt kommt natürlich noch die Ladesequenz vom Schrottplatz. Wir spielen heute zwei Spezialaufträge, die zwei verbleibenden. Bis auf das Finale, das kommt logischerweise als letztes. Ja, mal schauen. Es fehlt auf jeden Fall noch der rote Stein, so viel weiß ich. Außerdem eine Figur, wir können gleich nochmal schauen. Hey, die zwei kenne ich, das sind Cops. Ja, hör auf zu labern. Das vorsichtige Vorgehen hat sich somit wohl erledigt. Zwei Polizeimarkenteile, der rote Stein. Ich wurde bereits zwei geworden. Fahrzeuge, eine Mark, eine. Wir müssen ja, was auch immer. So schnell wie möglich da rausholen. Chen hat sicher Methoden, um sie zum Reden zu bringen. Du meinst, sie kriegt ein Eis? Hä? Bestechen würde sie sicher nicht, Statsky. Nein, ich denke da mehr an die Kopfschmerzen, die ich von Eiscreme kriege. Ich würde alles ausplappern, wenn mir jemand mit Schokominze-Eis kommt. Ach so, da ist direkt eine Figur oder so, ein Fahrzeug. Schmuser. Und wir wissen ja, dass Ladies niemals in der Öffentlichkeit rülpsen. Meine Mutti macht das andauernd. Deine Mutti ist ja auch keine Lady. Stimmt. Oh, mir fällt da noch was ein. Sie, genug jetzt. Das Ciao. Hilft uns nicht weiter. Ich muss das Tor auf. Kriegen die beiden auch noch mit auf die Fresse, das ist schön. So, komm her, stirb. Achso, ich muss auch noch verhaften, okay. Die Autos hier zerstören war eine Aufgabe, damit hat man. Die hatten wir auf jeden Fall schon gemacht. Da hatten wir eine Polizeimarke für bekommen. Jetzt überlege ich gerade, ob ich denn es wirklich nötig habe, das überhaupt zu machen hier. Weil wir könnten halt auch einfach skippen. Das Ganze. Ist das nicht der letzte Typ? Egal. Wir könnten halt auch einfach skippen und schon weitergehen. Ich weiß auf jeden Fall, dass es bei Natalia hinten massig Zeug gibt. Was wir noch sammeln müssen auf jeden Fall. Mal schauen. Spaß, darüber zu kommen. Also ein Fahrzeug haben wir ja schon mal. Ich glaube, hier vorne gab es dann nichts weiter. Also mit dem Jetpack kommt man hier tatsächlich echt schnell voran. Das freut mich auch. Wir können ja hier den Quatsch trotzdem mal bauen. Geht's. Und hau ab. Ich muss die doch verhaften. So. Okay. Hier ist noch eine Karre und hier ist noch eine Karre. Das war eine Polizeimarke auf jeden Fall. Dann. Ach ja, genau. Hier gibt's ja was für Rex Fury. Keine Ahnung, ob das eine Karre ist oder ob das, weiß ich nicht, was ist. Okay, ein Trampolin und zwar in die andere Richtung. Ah, der rote Stein ist das. Okay, ja, das macht Sinn. Toll, musste mich das jetzt nach hier drüben bringen? Was soll denn das? Okay, wenigstens haben sie ja keine unsichtbare Wand hingebastelt. Das erfreut einen schon mal. So. Den Quatsch hier wegräumen, da ist der Dynamitautomat dahinter. Für manche Leute geht's wohl nicht groß genug. Brauche ich überhaupt noch was? Hey, verarsch mich doch nicht, Chase. Nimm doch das scheiß Dynamit mit, Alter. Oh, da macht er hier so einen Scheiß, Alter. Geh mir nicht aufs Schwein, nimm das Dynamit mit. Ja, ich will doch die Scheiße da oben nicht bauen, ich will das Dynamit mitnehmen. Ist so dumm, das zu verstehen. Weil wenn ich hier unten bin, warum soll ich die Scheiße da oben aufbauen, Alter? Was zur Hölle? Jetzt spreng den Müll weg. Ich glaube, da unten war noch irgendein Fahrzeug oder so und auch noch eine Polizeimarke. Wenn man da hier dieses Ventilrad da holt und das Wasser ablässt. Ich wollte das ja eigentlich nur machen, um mir diesen geilen 10.000er da noch mitzunehmen. 20.000er für uns. Und da in der Bude ist, glaube ich, Chase Verkleidung, ne? Hier in diesem Safe da, denke ich, das könnt ihr euch dann auch holen. Ich hol mir jetzt den 20 und dann sind wir weg hier. Noch auffälliger geht's wohl nicht. So. Steht nicht im Weg rum, Alter, das sind solche Deppen. Bitte?
Ist sie kitzlig? Ein Dieb hat mich mal so sehr gekitzelt. Irgendwas aufbauen, eins von vier. Bankkarte verraten hab. Du hast gesagt, er hätte dir gedroht. Ja, mit noch mehr kitzeln. Du bist also total kitzlig. Eins von sechs. Oh Scheiße, haben wir da schon was verpasst? Oh, das wäre mies. Nein, Mann, das von meiner Zwillingsschwester. Das wäre mies, wenn wir schon was verpasst hätten. Bin ich mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Der ist wieder irgendwo sonst wo gelandet. Ich sollte die nicht einfach so weghauen. Kann man das noch irgendwie sprengen? Okay. Ach, da ist noch einer. Anstatt hier rumzustehen, können die sich auch einfach mal drum kümmern, aber nö. Scheinbar kein Bock. So, komm mal mit, das Ding. Ja, Polizeimauer, ja, das kann natürlich sein, dass wir jetzt da schon was verpasst haben, aber diese ganzen Dinger, die da gebrannt haben, das waren alles so Eisentonnen, nicht Lego. Normalerweise kriege ich nicht mal einen Ölwechsel gebacken. Das ist 2 von 6, komm her. Wow. Wow. Ja, mach keinen Scheiß. Ich habe nicht mal Y gedrückt. Junge, was willst du von mir? Kann ich mal angreifen, wenn sie es sollen? Was ist denn hier drin? Ach, Dynamit. Das brauchen wir wo? Ach so, das Flugzeug oben, stimmt. Ach Gott, ich weiß jetzt alles schon gar nicht mehr. Aber was ist dann das dort? Dieser silberne. Mann, hüpf doch da hoch jetzt. Sonst macht das doch auch immer. Was ist denn dieses silberne Ding da? Das kann man doch auch sprengen, oder nicht? Ja. Wird schon. Ein Teleporter aus Schrott? Erstmal schauen, ob wir drüben auf der Seite als Fliege rauskomme, werde ich böse. Ja, ob wir da noch dieses ganze Zeug finden. Also sie sind noch. Oh ja doch, hier sind noch sehr viele, okay. Na toll. Noch sind halt auch noch ein Haufen Assis. Immerhin sitzt mein Kopf nicht falsch rum. So, der andere steht jetzt eh wieder auf. Wo auch immer er ist. Nein, doch nicht, okay, dann halt nicht. Was ist denn das? Ach, halt die Schnauze. Ach nee, das geht doch jetzt wieder auf den Sack. Oh Gott. Ups. Ah. Ironisch gemeint. Ich hasse das. So. Chase, nimm den Müll mit. Kommst du da auch wieder raus? Danke. Wie lange soll ich denn hier noch aushalten? Ja, bis ich dich da oben. Was weiß ich. Lass dich am besten einfach da hängen, weißt du? Ja, von wie, von wo, worum muss ich denn? Wie denn? Was ist das? Ah. Ah, okay. Ja, das Problem ist bloß, dass wir noch eine Polizeimarke eigentlich brauchen dann. Also ja, schön und gut, hier sind diese ganzen Dinger. Rettest du mich jetzt oder nicht? Nee, ich rette dich nicht, weil du scheiße bist und da undankbar. Was ist das? Ach, drei. Ach, die Dinger noch, okay. Okay, vielleicht schaffen wir es ja noch. Das hätte ich zwar schon das letzte Mal eigentlich schaffen können. Wo könnte noch so ein Ding zum Aufbauen sein? Hier drin? Nee. Beeil dich! Alle Beine sind schon. Ist auch nichts, verdammt. Mal auf die Bude, da kriegt man hier den Typ. Statsky, ah, hier kriegt man den. Okay, ich habe mich schon gewundert oder gefragt, wo man den bekommt. Aber scheinbar hier. Bist du mit jetzt oder nicht? So, das war auch so eine Tonne. Huhuhuhu. Ah, jetzt fehlt halt noch eine, ne? Eine brennende Tonne. Was war das hier nochmal? So, da kam ich da wieder rüber. Achso, wenn man da normalerweise nicht wieder rüberkommt. Okay, warte mal, was ist denn hier oben noch? Da musste man doch normalerweise auch lang, um die zu retten, oder? Kann sich nur noch um Sekunden handeln. Höchste Zeit! Ah ja. Entschuldige, ich meine, danke.
Ja, ich hol dich trotzdem nicht darunter. So, Polizeimarkenteil Nummer 3. Scheiß mal hier auf den ganzen Müll. Ich würde jetzt da definitiv noch nicht runter. Also das hätten wir schon mal. Wir müssen noch ein Dings aufbauen. Das Auto einsammeln, ja, und dann hätten wir es ja eigentlich. Schaloppi. Wo könnte man denn hier noch was aufbauen? Irgendwo muss man doch noch so ein Fahrzeug aufbauen können. Oder so ein was auch immer das ist. Da war eins. Hier. Haha. Bau auf den Müll. 3 von 4. Wir haben's, oder? Oh, danke. Ich kann endlich von hier verschwinden. Diese Olle geht mir schon wieder aufs Schwein. So. Roter Stein. Ist es unbesiegbar? Nee, super Safe-Knacker. Okay, ja gut, das macht Sinn. Zweimal Polizeimarkenteil. Und Schmuser. Und Statski. Und Jalopi oder wie auch immer das Ding hieß. Genau. Goldener Stein für die Polizeimarken, der unser 388. Und dann kehren wir nach Lego City zurück und wir sehen uns gleich im zweiten Spezialauftrag, den ich heute noch vorhabe. Du bist Pete, richtig? Das ist wunderbar. Erstmal müssen wir dich aber in einen richtigen Feuerwehrmann verwandeln. Stimmt's? In der mittleren Garage ist eine nagelneue Uniform. Falls du die Tür irgendwie aufkriegst. Oh, Überraschung. Vielleicht mit diesem Hebel hier? Ah, ich glaube nicht. So. Ja, da gab's, glaube ich, nur den. Wohl jemand vergessen, das Garagentor fertig zu streichen. Ja, ist das? Keine Ahnung. Hier gab's doch schon was, oder? Ist hier nicht nur eine Figur? Ne, ein Typ. Ach, den Lopez Delgado, genau, so hieß der. Wie kann man nochmal da drauf? Ach nee, okay, da brauchte ich. Da brauchte ich hier das. Ich weiß schon. Das Garagentor könnte wirklich einen Klecks Farbe vertragen. Nö. Da braucht man aber Rex für, glaube ich, für die Karre. Die bekommt man gleich noch. So, auf die Bude. Du bist wohl ein echter Schnelldenker, ne? Okay. Ah, leider kann man diese Dialoge nicht überspringen, weil das ist ja jetzt auch schlimm, ey. Oh nein! Sieh nur! Eine wahre Feuersbrunst! Wenn nur irgendjemand das prima gut gemacht! Du wirst für uns eine Bereicherung sein! Besonders in Anbetracht der vielen Brände in letzter Zeit! Dann gib mir aber mal einen ordentlichen Feuerlöscher, der funktioniert. Zeit eher das Eigentum von Kleinkriminellen betroffen. Als ob jemand... Gute Arbeit! Warte kurz! Die Tür ist verschlossen. Warum kann man das nicht überspringen? Ein unschuldiges Ventilrad steckt dahinter fest. War nicht hier noch irgendwas? Eine Feuerwehraxt. Ob du mit dieser Axt irgendwie diese Tür klein kriegst? Ich glaube nicht. Keine Sorge, das gibt auch keinen Ärger. Hier ist Pity. Flug zwei Schläger, das hat bestimmt noch keiner geschafft von euch. Oh je! Sieh dir das nur an! Einer deiner zukünftigen Kameraden hat aus Versehen den Schlauchdruck zu sehr erhöht. Wer ihm da wohl helfen könnte? Vielleicht jemand mit einem Ventil? Nee. Ja. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Nee. Ein Ventil, um den Druck zu senken! Hast ganz schön lange durchgehalten. Das muss ein neuer Rekord sein. Bueno! Das hast du ja schnell erreicht. Jetzt weiter. Ich bin beeindruckt. Bereit für den nächsten Abschnitt? Nein. Was da wohl Verrücktes auf uns wartet. Mach die Tore auf! Ja, ich stoß mich noch zur Seite, Alter. Geht's. So, hier müsste jetzt irgendwie dieser Hebel drin sein für dieses Ding drüben. Ah ne, hier ist gleich eine Karre, okay. Extender. Gut. Muss man die ja auch ausmachen? Nee, oder? Hatte ich damals, glaube ich, schon probiert. So. Das schneide ich euch mal raus. Ich glaube, bis da hinten, ja genau, da gab es das nächste. Schneide ich mal raus. Bin ich nicht ein... Ich muss noch an das Löschboot kommen. Hat Winnie erstmal das Boot, verfolge ich ihn bis zu Rex.
So, jetzt haben wir es aber. Beziehungsweise vorerst. Denn, ja, hier kriegen wir nur noch das zweite Fahrzeug gleich. Und ich glaube, soweit ich weiß, ist die zweite Verwandlung drinnen. Genau, da bekommt man das auch. Fire Tracker. Jetzt kann man sogar damit hier drin rumfahren. Ist es nicht Wahnsinn? Okay, aber ich schneide euch auch mal, bis ich drin bin. Ihr müsst ja jetzt nicht nochmal sehen, wie ich hier durch das Haus gehe, wenn da eh nichts ist. Aber gut. Wir sehen uns jetzt sofort drinnen. Wow, das haben sie aber schön hergerichtet hier. Ah, das könnten wir mal für Chief Dumby machen. Dann wäre er vielleicht auch nicht so mürrisch. Hey, Chasey, wie läuft's bei deinem neuen Job? Gut, aber ich muss den Brandmeister aus seinem Büro locken, damit ich die Tür zum Bootshaus aufbekomme. Wirst mich schon nicht enttäuschen, Kleiner. Die letzte Person, die mich enttäuscht hat, hat die Farm gekauft, weißt du? Du meinst... Genau, selbst nach meiner Warnung vor dieser Fehlinvestition. Aber lass dich nicht unter Druck setzen. Du kriegst das schon hin, Kleiner. Jeder hat irgendeine Schwäche. Gar nicht gut. So, wir sind innerhalb der Feuerwehrstation und hier muss man Geschenke zerstören. Immerhin sind wir ja Feuerwehrmänner. Ich dachte eigentlich, man muss auch noch hier diese, was auch immer, diese komischen Dinger hier zerstören. Aber nein, das muss man hier nicht tun. Wo musste man das denn tun? Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie ich die Polizeimarkenteile zusammenkriegen soll. Mal schauen. Oder gab es hier eins? Das weiß ich gerade gar nicht. Es könnte sein, wenn hier die beiden Dinger mal... Ah ne, hier gab es die. Genau, hier gab es die Olle. Genau, irgendwas war hier. Auf jeden Fall die zweite Figur. Okay. So, ja, hau du mal ab. Das ist okay. Dann mache ich hier diesen Quatsch schon mal. Brandmeister Burns ist ja so ein Spielverderber. Ja, nur weil wir ihm den falschen Kuchen besorgt haben. Und die Kerze für ihn ausgepustet haben. Und einige seiner Geschenke geöffnet haben. Und ihm zum 50. gratuliert haben, obwohl er erst 40 geworden ist. Und ihm eine Muttertags statt einer Geburtstagskarte gegeben haben. Und seinen Namen falsch geschrieben haben. Na und? Er ist ja so empfindlich. Ihr seid ja auch ganz schön scheiße. Du musst auf ihre Münder zielen. Ach was. Nur, wenn sie... Hey, du hast es geschafft. Ah, gut gemacht, Mann. Absolute Weltklasse. Was ist denn da draußen los? Ich verbiete mir, dass ihr an meinem Geburtstag Spaß habt. Wehe, ich sehe da unten jemand lächeln. Echt netter Typ, muss man schon sagen. So. Das schon mal erledigt. Dann können wir jetzt... Moment. Nee, man kommt ja... Wir müssen auf jeden Fall... durch. Achso, man muss auch sogar erstmal hier reinkommen. Gut, ich bin wohl mit der Arbeit für heute fertig. Richtig. Ich hätte ein Buch einpacken sollen. Ich will einen Schlüssel suchen. Er hätte es gedacht, dass er hier drin ist. Also ich nicht. So. Wer hätte gedacht, dass man als Feuer... Sorry, muss aber sein, sonst komme ich hier nicht hoch. So, dann hier rüber, darüber und einmal kurz flattern. Und der Einbruch. Ich glaube, der Rest ist im Keller unten, weil da gab es auch noch einen Haufen Zeug. Das weiß ich noch. Hier ist erstmal der letzte Haufen da hier. Geschenkehaufen und dann 2 von 4. Polizeimarken. Okay, also es fehlen immer noch 2. Aber die finden wir, glaube ich, unten im Keller, wenn mich nicht alles täuscht. So, einmal aufsperren bitte. Hast du die? So, und hier muss man diese Dinger ausmachen. Das weiß ich. Hast du? 1 von 3. Okay, mehr ist hier scheinbar nichts. Wo muss ich denn hier suchen?
zu der Eisbox. Hier muss da irgendwo Dynamit sein. Zeit, um das Boot zu finden und dann das Weite zu suchen. Ja. So, Moment, nee, Dynamit brauche ich ja gar nicht. Ich brauche eigentlich nur den... Ja genau, das Ding brauche ich. Dynamit ist völlig irrelevant. Da ist ja nur ein sinnloser Farbwechsler drin. Könnte man das hier nicht mal noch aufmachen irgendwann? Na egal. Was gab's hier nochmal? Ach, Hühnergleitflug, okay. Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben draußen irgendwas. Ich glaube, man musste ganz draußen diese komischen Teile da zerstören. Könnte das sein? Das könnte natürlich sein. Ja, das wird auch so sein. Ach, jetzt kommt man aber auch hier rüber. Okay, das brauche ich alles nicht. Weil da kommt dann das Dynamit, denke ich mal. Ich glaube, man musste draußen diese Teile zerstören. Ich dachte, es wäre drin gewesen. Diese roten, die da an der Wand hängen. Okay, dann holen wir uns jetzt hier unten noch das, die Polizeimarke für das andere. Und dann... Chase, hier drüben! Können wir erstmal verlassen. Dann zeige ich euch gleich noch das Polizeimarkteil. Freigeschaltet hier den Lopez Delgado. Außerdem Extender. Und... Achso, das Ding auch noch. Fire Tracker. Und noch diese alte, ich weiß nicht wie die hieß. Shade Crosby. Du bist Pete, richtig? Das ist wunderbar! Schnauze, Mann. Erstmal müssen wir dich aber in einen richtigen Feuerwehrmann verwandeln. Stimmt's? In der mittleren Garage ist eine nagelneue Uniform. Falls du die Tür irgendwie aufkriegst. So, jetzt aber. 1 von 5. 2 von 5. Ist noch eins, ja. 3 von 5. Bereit für den nächsten Abschnitt? Was da wohl Verrücktes auf uns wartet? Mach die Tore! Lol. Kann ihn trotzdem noch weiter sprühen. So. Freunde. Vierte. Und hier ist irgendwo noch das fünfte auch, ja. Danke Gott. Weg von diesem schlimmen Ort. Hahaha. Polizeimarkenteil Nummer 4, danke. Und goldener Stein Nummer 389 oder so. Ja. Ich würde vorschlagen, ich schneide jetzt nochmal kurz und wir sehen uns in der Polizeistation wieder. So, in der Polizeistation gehen wir jetzt noch einmal runter in den Keller. Denn es gab hier schon 10 goldene Steine, die wir schon gesammelt haben. Wenn mich nicht alles täuscht. 10 von 10, jawohl. Aber wir können natürlich auch noch goldene Steine kaufen. So 16 Stück ungefähr. Wir haben jetzt 84,6%. Genau. Der erste kostet 100.000. Ne, 500.000 ist Quatsch schon. 200.000. Warum auch immer das seitwärts geht, egal, kaufen wir halt das ganze Zeug. 1,3 Millionen, 1,4 Millionen, jetzt geht's runter, wird's 1,5 Millionen, 1,6 Millionen, 1,2 Millionen, 800.000, 1,1 Millionen, 700.000, 1 Million, 600.000, 300.000 und 400.000. So, das waren 16 goldene Steine. Und jetzt haben wir... 86%. Sie haben 1,4% gebracht. Nicht schlecht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auch noch hier hin und kaufen... Warum kommt man da nicht runter? Weil mal hier sind auch noch die so ein paar Figuren und so ein Zeug, weil... Dann kriegen wir noch mal ein paar Prozent dazu, würde ich sagen.
paar sind auch noch gesperrt, logischerweise. Zwei Stadtteile fehlen ja noch. Rudolf Pianola haben wir hier noch freigeschalten. Außerdem den Strandtyp und hier noch zwei. Danielle Crosley und Bryony Muska. Sollte jetzt nicht allzu lang dauern. Hier vielleicht ein bisschen länger, weiß ich nicht. Frank mit Badeklamotten. Zählt als Polizist. Rodney Baxter. Statsky. Klatsch haben wir ja irgendwo schon. Da oben. Blubs. Keine Ahnung, wie der heißt. Habe ich auch nie gesehen. Aber egal, hier fehlen auch ganz schön viele Polizeileute, oder? Könnte es sein. Ist voll krass. 9 Stück. Räuber fehlen auch noch viele, aber die haben, da haben wir ganz schön viele gefunden noch. Oscar Steele. Wache Channard. Tim Welch. Keine Ahnung, was das für einer war. Blackwell im Smoking, außerdem Jimmy Grossman. Lucky Pete, wo haben wir den denn geholt? Carlo Jerome. Vinny im Trainingsanzug. Salvatore Calzone. Die haben wir alle in Fresco geholt, glaube ich. Pauly Blindfolds, ja, da sind auch die ganzen Typen. Tony One Time. Mikey Spoilers, da habe ich nicht aufgepasst, weil ich da so viel erzählt habe in dem Part. Und hier haben wir noch den Gangster. Okay, da fehlen noch zwei Bergarbeiter, gibt's gar nichts Neues, die müssen wir noch finden. Astronauten gibt's einige. Dutch Danish, John Lennon Recknix, Forrest Blackwell als Astronaut, wow. Gemma Jones, Weltraumganove, ach das ist noch von der Apollo-Insel, ja gut, logischerweise haben wir da recht viele gefunden. Und noch den Außerirdischen. Farmer haben wir einen, den Unruhestifter Tom. Dann bei der Feuerwehr haben wir die Jade Crosby, die haben wir gerade eben erst geholt, und den Lopez Delgado. Bauarbeiter gibt es keine neuen, warum ich da reingehe, fragt mich nicht. Spezial 1. Mariachi. Surfer. Und die Hula-Tänzerin. Spezial 2 hätten wir die Surferin. Den Wikinger. Fußballspieler. Den verrückten Wissenschaftler. Den Eskimo. Snowboarder. Okay. Dienstleister. Captain Bluffbeard. Sehr nice. Die Küstenwache. Den Talkmaster. Den Radio-DJ. Den Türsteher. Krasser Typ. Müllmann. Und das war's. Okay. Das wär's mit den Dienstleistern. Die haben uns jetzt wie viel Prozent gebracht? 3,9. Das ist nur, dass wir die gekauft haben. Wir haben immer noch 1,5 Milliarden Stats. Und hier können wir noch die Fahrzeuge kaufen. Nämlich den Dasher und den Extender und theoretisch noch das andere Ding, genau, Fire Tracker. Okay, da fehlen noch zwei. Arbeiter fehlt noch, ja, keine Ahnung, ein Traveler auf jeden Fall haben wir. Fehlen noch einige, 4 Stück, Kompakt, Krater, Chaloppy und Schmuser und Squeaky. Ja, das sind diese ganzen Karren, die immer so rumfahren, wenn ich keine Sau braucht. Obwohl, es ist eigentlich besser so, wenn die ganze Zeit überall nur so krasse Fahrzeuge rumfahren würden, wäre es ja komisch. Also hier haben wir schon mal wichtige Fahrzeuge, haben wir schon mal alle. Bei Leistung sieht es noch nicht ganz so gut aus. Den haben wir auch im letzten Part erst geholt. Luska hätten wir hier noch, außerdem Spirit. Ja, nicht so eine geile Karre. Fehlen auch noch ein paar. Räder haben wir jetzt auch alle. Mit dem Sweety, das Fahrrad. Fluggeräte hatten wir vorher schon alle. Gut. Dann sind wir jetzt schon bei 91,4%. Das hat jetzt 1,5% gemacht. Nicht schlecht. Gut, dann bedanke ich mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Dann geht's weiter mit King's Court. Also bis zum nächsten Mal und ciao.